Ümit Ergidi, mit 36 Jahren haben Sie Ihre Profikarriere, Ihre Fußballkarriere beendet. Wie sind Sie letztendlich zu diesem Schluss gekommen? Gut, es war eine schwierige Entscheidung. Ich musste mich halt mehrmals mit meiner Familie, mit meiner Frau beraten. Aber letztendlich, Sie haben es ja gerade gesagt, mit 36 ist man schon in einem älteren Fußballalter. Und irgendwann muss man zwangsläufig aufhören. Ich wollte halt immer die Entscheidung selber treffen und wollte es halt nicht den anderen Leuten überlassen. Und ich denke, es war ein guter Zeitpunkt, weil wir den Klassenerhalt auch geschafft haben. Und ich wollte den nächsten Schritt in meinem Leben gehen. Und richtig glauben kann ich es immer noch nicht. Ja, ich denke, es ist immer noch Sommerpause. Ich fange dann irgendwie mit der Vorbereitung dann Mitte Juni an. Ich glaube, es kommt erst später, dass man es wirklich realisiert. Wir sitzen ja auch gerade hier in Ihrem Stadion bei der Viktoria. 8 Jahre haben Sie hier gespielt, sind ja auch sowas wie eine Vereinsikone geworden. Wie schwer fällt Ihnen besonders der Abschied von diesem Verein? Ja, ich denke, den Namen Ümit Ergidi, da habe ich mir irgendwie mit Viktoria in Berlin verdient. Natürlich kannte man mich vorher auch schon, bin ja Berliner Junge. Aber ich habe dem Verein halt den Namen zu verdanken. Beziehungsweise Ümit Ergidi wird halt immer mit Viktoria verglichen. Und ich glaube, umgekehrt ist es genauso. Das macht mich natürlich irgendwo stolz. Und die ganzen Erfolge, die wir dann gemeinsam gefeiert haben, haben es ja dazu gebracht, dass irgendwie auch ich halt doch, wie Sie es ja genannt haben, so eine Vereinsikone geworden bin. Genau, im letzten Saisonspiel gegen Auerbach wurden Sie auch unter Ovationen, unter Applaus ausgewechselt, kurz vor Schluss. Die Fans haben da Respekt gezollt vor Ihrer Arbeit oder für Ihre Leistung hier. Können Sie das mal schildern, genau die Situation? Ja gut, ich war schon ein bisschen positiv überrascht, dass es dann wirklich so war, wie es am Ende doch gekommen ist, weil es war ja eine kurzfristige Entscheidung. Ich habe sie ja in der Woche bekannt gegeben, dass ich dann halt aufhöre, und der Verein hat sich dann Mühe gegeben, das da irgendwie dem Rahmen zu schaffen, dass es ein gutes Abschiedsspiel wird. Das Ergebnis hat gepasst, ich habe ein Tor geschossen. Es war einfach super, auch von den Jungs, mit meinen Mitspielern, wir haben ja sehr viele junge Spieler, die haben da alle so toll mitgemacht, die Fans, die da waren, die Ovationen, natürlich hat man dann Tränen in den Augen, ja, man kann es dann so ein bisschen realisieren und sagen, okay, das war jetzt das letzte Spiel, jetzt gehst du runter, jetzt wirst du in dem Niveau nicht mehr spielen oder du wirst keinen Fußball mehr spielen und die Laufbahn ist zu Ende, ist natürlich ein Kapitel, was dann geschlossen wird, aber jede Änderung ist ein Neuanfang und ich bin da runtergegangen und muss jetzt gucken, wie es dann weitergeht. Ja, Sie sind dann ja auch insgesamt mit Tabellenplatz 13 haben die Saison beendet mit Viktoria. Wie zufrieden sind Sie mit der ganzen Saison? Klar waren die Ziele zu Beginn der Saison ganz anders. Wir wollten halt ganz klar oben mitspielen, gerade nach dem Erfolg letztes Jahr. Gut, wir im Pokalfinale haben wir verloren, aber wir hatten ja einen guten Tabellenplatz. Wir sind Vierter geworden am Ende. Wir wollten das bestätigen, wenn möglich sogar verbessern. Klar hatten wir dann Schwierigkeiten zu Beginn der Saison und im Winter hatten wir dann einen großen Umbruch. Ja, so eine Neuausrichtung mit jungen Spielern. Es war natürlich dann schwierig in der Rückrunde Fuß zu fassen. Dann mit den Absteigern aus der dritten Liga hat sich dann schnell gezeigt, oh Mann, man kann da unten reinrutschen, ja, weil es doch 4 Absteiger wohl möglich sind, wenn es Cottbus nicht schafft. Klar war es dann schwierig, dann wollten wir halt auf jeden Fall die Klasse halten. Haben wir am Ende auch geschafft, Gott sei Dank. Und ich denke, mit der jungen Mannschaft ist das auch ein Erfolg und deswegen sollte man sehr zufrieden sein. Wenn Sie jetzt einmal zurückblicken auf Ihre Karriere, was war so der schönste Moment? Also außerhalb von Viktoria war der schönste Moment Aufstieg mit Babelsberg in die dritte Liga, ja, dass man das selber schaffen kann, wirklich im Profigeschäft da zu sein. Man ist halt aufgestiegen, man ist nicht gewechselt, man hat den Erfolg komplett mitgetragen. Ja, war wichtig, also ein Bestandteil, war wichtig für die Mannschaft. Das war halt sehr, sehr besonders für mich, auch mit den Fans dort und natürlich die Aufstiege mit Viktoria. Das Pokalfinale letztes Jahr, was wir leider am Ende verloren haben, das Pokalfinale vor, ich glaube, 2014 war das, was wir gewonnen haben. Und dann ganz klar das Spiel gegen Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal im Jahn-Sportpark. Da haben wir auch zwar verloren, aber das war so ein Highlight-Spiel, also was ich mir heutzutage immer noch zu Hause angucke. Ja, dann haben wir den Ausblick nach vorne. Wo geht es denn dann jetzt hin nach der aktiven Karriere? Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Pause. Also versuche mich ein bisschen zu regenerieren und ab August werde ich dann in einer Anwaltskanzlei arbeiten. Habe dann ein sehr gutes Angebot bekommen und werde mich jetzt erstmal außerhalb des Fußballs natürlich versuchen zurechtzufinden und hoffe mir natürlich aber auch, wenn man so lange in einem Verein spielt wie Viktoria, so einen großen Verein, eine Funktion übernehmen zu können. Ich hoffe, es kommt dazu in naher Zukunft und ja, bin jetzt guter Dinge, erstmal abzuschalten und dann nach vorne zu schauen. Ja, irgendwie mit Ergidi, dann herzlichen Dank für das Interview und ganz, ganz viel Erfolg in Ihrer persönlichen Zukunft. Ich bedanke mich.